Am Dienstagnachmittag war es wieder soweit. Bürgermeister Rümmele und sein Stadtrat wurden von der Dombener Fasnachtszunft am Marktplatz mit einem Augenzwinkern für die vielen Baustellen in der Stadt und den dadurch entstehenden Dreck zur Rechenschaft gezogen. In Putzlappen gehüllt und mit Reisigbesen bewaffnet mussten sie die Stadt vor der Schlüsselübergabe säubern. Wir haben gesagt, wir wollen eine saubere Dombener Stadt. Und wenn wir die Stadträte ablösen, dann sollen sie uns die Stadt putzen, dass wir von der Zunft eine saubere Stadt übernehmen können. Das war eigentlich unser Motto. Natürlich gibt es auch schon große Pläne, was die neuen Regenten in Dornbirn umsetzen möchten. Ja, wir werden einmal umsetzen, dass wir selber auch einmal besser inkarniert werden, dass wir einmal ein Faschingsmuseum wollen, wir schon lange, dass wir das machen. Wir werden da in der Stadtrat das beschließen, abgeben. Und dann schauen wir wieder, was rauskommt. Wenn die Stadt dann sauber ist, gibt es für alle Beteiligten noch einen gemütlichen Ausklang im Vorarlberger Hof. Nachher geht es wieder aufwärts Richtung Mohrenbrauerei. Das ist die letzte Station denn. Und von dort aus geht es dann im Vorarlberger Hof, wo man schön gemütlich den Abend verbringen kann.